So, kommt her, ihr kleinen Fliegenschießer. Aua, aua, au, au, das tut doch weh. Natürlich müssen wir uns auch rechtzeitig aus diesen Ecken entfernen. Wir müssen immer im Kreis laufen, und zwar für geschlagene 1:20. Was überhaupt nicht nervt. Und nicht überhaupt nicht langweilig ist. Nein, niemals. Aber ich denke, das könnte diesmal funktionieren. Jetzt noch eine lustige Musik eingespielt. Ja, das ist wirklich ein riesiger Spaß hier. Besser als die größte und schnellste Looping-behaftete Achterbahn der Welt. Immerhin müssen wir jetzt nur noch 34, 33, 32, naja, ungefähr eine halbe Minute durchhalten, und wenn wir nicht gerade uns neben einen Haufen Geröll flüchten, funktioniert das eigentlich auch recht prima. Immer im Kreis laufen, zum Glück sind Zombies verteufelt dumm. Wahrscheinlich, weil sie schon gegenseitig alle das Gehirn rausgefressen haben. Ja, ist ja klar, Zombies wollen alle Gehirne fressen. Und Zombies entstehen nun einmal, wenn Zombies andere Menschen fressen. Und da draußen geht richtig die Post ab. Oh, ein Kettensägen-Katana lässt die liebe Morgana da für uns liegen. Ah, noch alles dran? Mir fehlt nichts. Sieht aber echt schlecht aus. Der Schein trübt. Trotzdem danke, Papa, das war wirklich knapp. Tja, so nett ich hier bin, schaffst du so. Ich glaube, ich gehe schon mal vor, wir sehen uns draußen. Bis gleich. Ja, und ich habe jetzt richtig Lust, da wieder hineinzugehen. Diese Blödviecher einfach alle zu killen. Allerdings besteht dann auch die Gefahr, dass wir ganz spontan abnippeln. Und abnippeln hat nichts Sexuelles. Abnippeln bedeutet einfach, oh Gott, wir werden ganz spontan sterben. Aber jetzt besitzen wir zum Glück so unglaublich viele HP und endlich eine Waffe, um uns zu verteidigen. Und auch noch unsere Rüstung, denn die hat er dann beim Leveln, beim Levelwechsel nicht verloren. Wirklich, er sollte sich größere Taschen kaufen. Oder ein bisschen trainieren, um geschickter mit seinen Händen zu werden. Hier auch die tollen Stühle aus Secret of Mana. Ich nenne sie auch gerne die, oh Gott, wie hat sie die genannt? Ist auch egal. Dann werden wir diesen Scherz jetzt einfach mal hinter uns lassen. Oh, hallo Morgana. Was, ja, also sag mal, wer ist unten eigentlich? Wir wissen, was mein Meister wirklich ist. Ah, ja, das ist, Tut mir leid, das darf ich dir leider nicht verraten. Ich weiß es selbst nicht. Das ist Roberto Blanco. Ja, klar. Roberto Blanco, wer kennt ihn nicht? So ein Quatsch, der könnte doch nicht mal eine Affenbrigade dirigieren. Schön, schön, es ist Christoph Daum. Es ist lustig. Wirklich, es ist Markus Schmökel. Ja, ist unglaublich witzig. Wirklich, diese Witze, da, wenn ihr die bringt, da fliegt die Kuh um den Mond. So unheimlich lustig ist das. Da klopft sich ein jeder mit der flachen Hand auf den Oberschenkel. So unheimlich lustig ist dieses Wesen. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt weiter. Wir haben es geschafft. Hooray! Und anscheinend müssen wir uns doch nicht glitschen. Und wie versprochen, da sind auch schon die Übeltäter und die haben Kettensägen-Katanas. Aber dennoch können sie nicht so schnell klicken wie wir. Zuschlagen. Denn wir sind awesome. Und wir können rein zufällig speichern. So, wo geht's hier weiter? Oh, lustige Sprüche auf dem Grab. Vielleicht? Schauen wir mal nach. Nee, keine lustigen Grabsprüche. Schade. Normalerweise findet man das Nebenspiel. Außer hier. Da steht, willkommen in der Grotte des Baal. Wenn Sie kein Diener Baal sind, treten Sie bitte ein, damit die Türe hinter Ihnen verriegelt werden kann. Einen schönen Tod noch. Okay. Ja, die Stelle war leider etwas schwieriger, aber zum Glück darf man hier speichern. Das ist sehr, sehr nett. Die Farben ändern sich ganz spontan. Nun besitzen wir eine gesunde gelbe Hautfarbe. Und die Gegner fluoreszieren auch viel mehr als sonst. Warum eigentlich auch nicht? So, das war noch relativ einfach. Es wird immer noch schwieriger. Und zwar wird noch die ein oder andere Geschicklichkeitspassage auf uns zukommen.
Klock. Hallöchen auch. Wie geht's euch? So, sich schön durch diese enge Passage locken. Dann können wir sie nämlich alle nacheinander aufs Korn nehmen. Tot. So, hier können wir uns ein wenig auffüllen. Warum auch nicht? Und es ist immer schön, in einer Halle des Bösen betende Statuen vorzufinden. Warum auch nicht? Ich brauche ja einen Schlüssel. Warum habe ich diese Symbole nicht gesehen? Ja, und ich hoffe, ich schaffe, dass die ersten beiden Geschicklichkeitsrätsel auch auf Anhieb, denn ich habe wirklich keine Lust, das alles nochmal zu spielen. Es ist wirklich nervig. Nervtötend. Stirb! Peteranodon-Monster! Ja, und diese Geschicklichkeitsrätsel bestehen aus, genau, solchen Einlagen. Oh mein Gott. Wir gehen aber zuerst nach oben. Diese liebliche Tür muss ich von anderswo öffnen. Nein, warum? Oh, hallo Zombie, wie hast du es hier geschafft? Er ist wahrscheinlich immun gegen diese Kreissägen. Das ist ziemlich praktisch. Vielleicht sollten wir uns einen Zombie umschnallen. Die Sägen ignorieren sie ja. Tod! Oh, doch nicht. Verfehlt! So, du stirbst. Ihr seid alle mausetot. So. Ah, genau. Oh, sie wechseln hier. So. Kettensägen-Katana rausgeholt. Nochmal durch diese Passage, die jetzt nicht so schwierig ist. Jetzt brauchen wir noch das richtige Timing. Jetzt aber. Ja. Und gleich wird es so richtig schwer und wir dürfen vorher nicht speichern. Sobald wir den Schlüssel einsammeln. Wohl! Raus hier. Das sagt sich so leicht. Eine Berührung, wir sind instant tot. Oh, ja, da hätten wir jetzt vielleicht. Nein. Ja. Ich bleib einfach hier stehen. Oh Gott. Ach. Wer soll denn das schaffen? So, jetzt aber. Wow, beim ersten Versuch. Wirklich ganz vortrefflich, muss sagen. Ich bin ein sehr geschickter Mensch. Das kommt wahrscheinlich, weil ich all diese Rätsel, Geschicklichkeitsrätsel und Geschicklichkeitseinlagen von Kelvin alle geschafft habe. Das schärft natürlich die Sinne ganz ungemein. So. Jo. Mehr Gegner, das ist jetzt wieder der leichte Teil. Und ich denke, solche blöden Geschicklichkeitsspielchen werden nicht noch einmal auf uns zukommen. Aber dafür früher oder später was fürs Auge. Ja, ich denke dabei an einen ganz bestimmten Teil und den werde ich auch nochmal gesondert erwähnen, sobald wir eben diesen erreichen. Oh, puh. Warum? Ja, von wegen, das war das einzige Geschicklichkeitsrätsel. Da habe ich mich wohl schwer geirrt. So. Ich mache mir weniger Sorgen um diese Schuriken, als vielmehr um diese Stachelseilen, die dort oben herum rotieren. Eigentlich mache ich mir um alles Sorgen. Okay, wir sind doch nicht instant tot, aber beinahe. Dennoch, das könnten wir schaffen. Oh mein Gott, ich bin wirklich der größte Held der Welt und gespeichert. Schön. Dann kannst du nichts mehr aufhalten. Wir sind ja, man sollte es eigentlich wissen, ein Protagonist, der speichern kann. Und wer speichern kann, ist grundlegend unaufhaltbar. Da freue ich mich. Natürlich nur ich. Der Protagonist weiß natürlich nicht, dass er speichern kann. Auch wenn er immer wieder zu diesen Speicherpunkten rennt.
Ich meine, wie wäre denn das, wenn Protagonisten wüssten, dass sie speichern können und damit im Prinzip unbesiegbar wären? Das wäre der helle Wahnsinn. Und würde das Schicksal dann nicht irgendwann die Speicherpunkte für ihn einfach herauslöschen? Denn irgendwo tut so eine... So ein Wissen darum, ja, ich werde um die Rüstung nicht einsammeln, tut so ein Wissen darum, dass man unbesiegbar ist, doch in gewisser Weise das Böse schüren. Was steht hier? Da steht, falls Sie noch im Leben schwer verletzt oder nur verkrüppelt sind, machen Sie sich jetzt uns hier bereit zum Sterben einen angenehmen Tod noch. Also wie dies schaffen, bei solchen Botschaften eine so auch noch ernst gemeinte Ästhetik an den Tag zu legen, dass mir wirklich die Haare zu Berg stehen. Ich brauche einen Schlüssel. Wie? Wo haben wir jetzt einen Schlüssel übersehen? Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Wo haben wir einen Schlüssel übersehen? Wahrscheinlich ganz offensichtlich oder einfach nur hier entlang. Und oh, zum Glück kein Geschicklichkeits... Ja, das war unheimlich knapp. Zum Glück kein Geschicklichkeitsspiel. War aber wie gesagt, das Letzte, was ich schon vor... 15 Videos gesagt habe. Oh, was? Wo kommt die denn jetzt her? Ach, da gehe ich hier ganz gemütlich spazieren, wollte nur Eier kaufen und was passiert? Werde von violetten Blobs angegriffen. Geformt aus Knete. Oh Gott. Und wieder erweckte Dinosaurier, deswegen gibt es natürlich die Wissenschaft, um aus Dinosauriern Zombie-Kreaturen zu erschaffen. Sollte eigentlich allbekannt sein. So, du stirbst und ihr dort hinten auch. Zum Glück besitze ich solch eine Waffenvielfalt. Das erleichtert mir natürlich das Töten ganz ungemein. Immer noch Kettensägen-Katana. Und tot. Ich stapel die hier auch alle ganz bewusst an einer Stelle, dann hatte mich die Putze weniger zum Aufräumen. Ich meine, es ist doch der Albtraum einer jeden Putze hier. Oh mein Gott, überall Tote. Ganz, 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 ganz hässlich. Macht es auch vielleicht den werten Kollegen von der Polizei ein bisschen einfacher. Da müssen sie nicht immer... Nicht von einer Leiche zu anderen, zu einem Tatort zum anderen, möchte man sagen. Sondern haben gleich alle auf einen Haufen. So. Und da kommen auch schon die nächsten. Ach, ist ja zum Glück gar kein Problem. Ist noch der leichte Teil des Spiels. Wird noch ein bisschen schwieriger, ein bisschen unfairer, ein bisschen leck einfach mal mein Sack, du blödes Spiel. Oh, your ass. Genau, your ass leckst du dann. So, du krepierst. Einfach alle krepieren hier. Komm, du stirbst aber. Komm, stirb. Ganz spontan. An einem Herzinfarkt. Ja. Ist nicht meine Schuld gewesen. Nein. Ich fuchtel hier einfach nur wild mit meinem Gegenstand umher. Also, wenn da jemand reinrennt, ist doch nicht meine Schuld. Und geöffnet. Herrlich. So, was steht hier überhaupt, wenn überhaupt irgendwas? Als was ich da drin scheine, ich meine, also, was da drin steht, scheint ja auf den ersten Blick mystisch und geheimnisvoll, aber es ist nur das Fernsehprogramm für heute und nächste Woche. Ha, den fand ich sogar ausnahmsweise lustig. Fernsehprogramm auf einer Steintafel. Denn Dämonen können sich leider, oh Gott, können sich leider keine Fernsehzeitschriften leisten. Und das war der Zauber dieses Spiels. Du bist tot. Game over. Du kannst das Spiel laden und darfst nun mal einen ganz bestimmten Teil dieses Spieles noch einmal hinter dich bringen. Nein, ist das lustig? Nein, macht das eine Freude? Und du bist gleich schon wieder tot. Rüstung ist verloren. Das macht überhaupt nichts. Oben finden wir eine neue. Hier können wir uns außerdem auffrischen. Seht ihr, alles gar kein Problem. Und jetzt werden wir den Monstern ausweichen, denn die Schnauze habe ich jetzt nämlich auch so ganz langsam voll. So, hinfort. Man darf auch nicht einfach so herumrennen. So, seht ihr, ist man hier schon fast tot. Man muss ein bisschen Strategie arbeiten. Auch wenn es so einfach aussieht, oh, so einfach ist das dann doch nicht.
Man denkt es ganz spontan, aber nein. Oh Gott. Ganzen Weg zurück. Na schön, ihr habt es so gewollt. Stirb. Auch du, stirb. Denkst wohl, du kannst dich hinter dem Vorhang verstecken, aber nicht mit mir. Oh mein Gott, schnell raus hier. Wenn ich jetzt schnell hier raus wollte, wäre ich tot. Töteritüt. Tot. So. Ausgezeichnet. Wieder einmal hat die Gerechtigkeit gewonnen. Und die Gerechtigkeit ist natürlich die Gerechtigkeit in der Form von... Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach links. In der Form desjenigen, der die größte Waffe hat. Das ist natürlich schwer. Nein, wirklich, muss mich hier konzentrieren. Meditieren natürlich. Geschafft. Mein Gott, bin ich gut. Oh, zum Glück gibt es nicht noch mehr Level mit diesen Geschicklichkeitseinlagen. Ja, dann würde ich sagen, beende ich das Spiel für heute. Das war Deathbrush, Violence and Bitches. Und wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, werde ich mich geringfügig durch diese Spiele durchschummeln. Ich hoffe trotzdem, es hat euch bis zu dieser Stelle gefallen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, euer TrimG. Goodbye. Goodbye.